Wenn der Dezember voranschreitet und ein Adventssonntag nach dem anderen vergeht, dann ist es auch Zeit Richtung Weihnachten für Weihnachtsfilme. Und ich mag die ehrlicherweise ganz gerne. Und jedes Jahr um diese Zeit muss dann nicht nur für viele ein Stirb langsam daher oder ein Kevin allein zu Hause. Meine Frau zum Beispiel muss dann jedes Jahr alle Herr der Ringe-Filme gucken, dürfte bald wieder anfangen, der Marathon. Sind es vor allem für mich auch die Filme, die eben gar nicht mit Weihnachten direkt zu tun haben müssen, sondern oft etwas Herzliches transportieren, etwas Fantastisches, vielleicht auch was Magisches, im Kern Figuren haben, denen man sich wunderbar annähern kann, vielleicht Geschichten erzählen, die wir so noch gar nicht gehört haben und vielleicht auch manchmal, egal wie erwachsen wir sind, uns auch wieder ganz klein fühlen lassen können. Deswegen diese Filme für mich auch gerne oft mal ein bisschen größer daherkommen können. Vielleicht nicht immer logisch in sich konsistent und auch vorhersehbar. Und bei dieser Kombination war ich schon sehr auf Wonka gespannt, dessen Trailer mich sehr interessierten. Und Wonka ist quasi die Vorgeschichte von Willy Wonka. Den kennen viele sicherlich aus Charlie und die Schokoladenfabrik, in dem Willy Wonka von Johnny Depp verkörpert wird. Sehr aufgedreht, sehr überdreht, fast schon wahnsinnig mit den Oompa-Loompas an der Seite nach Roald Dahl. Und die Frage, wie ist denn der eigentlich genau zu dem geworden? Und das ist die Geschichte, die uns in Wonka erzählt wird. 117 Minuten geht der Film, ist ab 0 Jahren freigegeben. Also geht es klar darum, die ganze Familie ins Kino zu locken. Damit steht die Frage im Raum, ist er was für groß und klein oder eher ein Rohrkrepierer? Ab dem 7. Dezember, also diesen Donnerstag startet er in den deutschen Kinos. Ist ein Mix aus Fantasy, Familie, Abenteuer, aber auch Musical und inszeniert von Paul King, der die beiden Paddington-Filme gemacht hat, die ich ganz großartig finde. Die Paddington-Filme über den peruanischen Bären, der im United Kingdom eine ganz eigene Tradition hat, der Orangenmarmelade über alles liebt. Falls ihr Paddington 1 noch nie gesehen habt, macht das unbedingt. Und ich dachte dann bei einer Fortsetzung, werden sie das nochmal schaffen? Und sie haben es geschafft. Auch Paddington 2 ist ganz wundervoll. Und wenn dieser Regisseur die Vorgeschichte von Willy Wonka erzählt und das mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle, den ich richtig gerne sehe, dann ist es eine Kombination, die muss ich auf jeden Fall sehen. Und auch nach den Trailern, wo man durchaus sagen kann, naja, das CGI und so nicht unbedingt meins. Ich habe mich von Anfang an drauf gefreut, weil ich dachte, ah, das könnte ein schöner weihnachtlicher Film werden mit einem märchenhaften Charakter. Dementsprechend gab es auch eine Menge zu verlieren, als ich dann im weihnachtlichen Screening von Warner Brothers Platz genommen habe, wo man leider die deutsche Version gezeigt hat, was vielleicht wichtig ist zu wissen, weil es gibt eine ganze Menge Songs, die in Wonka eingebaut sind, man dann auch immer so sieht, dass das natürlich gar nicht lippensynchron und gleichzeitig inhaltlich sinngemäß wiedergegeben werden kann. Aber ich auch da schon dachte, verdammt sind die Eingänge. Schon nach diesem Screening habe ich immer wieder im Kopf gedacht, Schrupp, Schrupp oder Oompa Loompa. Wenn ihr den Film seht, dann werdet ihr euch sofort daran erinnern, was ich meine. Aber worum geht es erst einmal in Wonka? Wonka erzählt die Geschichte von Willy Wonka, der mit dem Boot anlandet oder einem Schiff an der Küste einer Großstadt und im Grunde nicht viel bei sich trägt. Seinen purpurfarbenen Mantel, ein Zylinder, einen großen Traum und 10 Silberstücke, die aber innerhalb des ersten Liedes zwischen seinen Fingern verrinnen. Und er trifft dann auf eine Pension und damit einem großen Problem, aber auch Weggefährten, die auf dem Weg seinen Traum zu verwirklichen, treue Begleiter sein könnten. Denn es geht ihm darum, ein anerkannter, großer Schokolatier zu werden. Und der Traum reicht zurück bis zu einer ganz großen Erinnerung. Aber das Schokoladenkartell hat dabei noch ein großes Wörtchen mitzusprechen. Weil wenn zu gute Schokolade zu günstig auf einmal vertrieben wird, dann sehen sich andere ihrer Macht beraubt. Und da kann man auch die Behörden vielleicht für manipulieren. Das ist Wonka. Jetzt haben wir schon so ein paar Parteien gehört, die da so mitmischen. Aber in erster Linie die Frage, kann der was? Lohnt er sich? Ich habe mich darauf gefreut und ich muss sagen, ich habe genau das bekommen, worauf ich Lust hatte. Einen Film, der vielleicht ein bisschen zu lang ist. Ein Film, der vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar ist. Ein Film, der an vielen Stellen deutlich zu überzogen ist und dessen Gags auch durchaus mal ein bisschen platt daherkommen, aber ganz oft ziemlich herzlich, dessen Songs nicht nur eingängig sind, sondern mir irgendwie auch Spaß gemacht haben, mitzuwippen im Kinosaal, deren Figuren einfach Motive bekommen, die ich verstehe und die irgendwie mit diesem nicht so ernst meinen und diesem fantastischen, märchenhaften Charakter es bei mir geschafft haben zu sagen, Mann, ich bin 36, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen wie ein kleines Kind, als ich Wonka angeschaut habe. Und so merkte ich auch im Kinosaal, das ist wirklich ein Film für groß und klein, wo man mitlachen kann, wo es ein paar schöne Stellen gibt, auch vielleicht ein paar traurige, düstere oder ernstere Momente und jede Menge Schokolade auf der Kinoleinwand, sodass man erstmal jemanden finden muss, der nicht Bock hat, danach in eine Schokoladentafel zu beißen. Das ist Wonka mit ganz wenigen Worten. Jetzt gehen wir mal durch die einzelnen Stationen.
Diskussion, vor allem durch den Cast. Ich sehe Timothée Chalamet immer sehr, sehr gerne. Der hat sich gegen Tom Holland als letztes durchgesetzt für die Rolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man Timothée Chalamet in die Augen schaut, dann sieht man darin schon dieses Verträumte und dieses Gesicht, hinter dem dann noch so viel mehr stattfindet hinter den Augen. Und ich finde, dass Wonka mit dieser Idee, etwas zu kreieren für andere und durch die ganze Welt zu reisen und Sachen zu entdecken und Zutaten und dadurch was Neues zu bauen, was wiederum Effekte auf die Menschen hat, das sehe ich in dessen Augen. Bei Tom Holland, nichts gegen Tom Holland, aber ich glaube, der reichte einfach nicht so weit. Deswegen ist sehr froh bin, dass Timothée Chalamet diese Rolle übernommen hat. Und ich finde, dass eben genau zwischen diesen naiven Glauben und auch positiven Träumen und manchmal auch dem Realisieren, dass wenn Dinge einem widerfahren, man manchmal den Staub abschüttelt, aufsteht und wieder was Neues auf die Beine stellt, bis es vielleicht irgendwann zu viel ist und man den Schmerz nicht mehr ertragen kann, das spiegelt er sehr gut wider, wie ich finde. Und ich finde, dass er auch in seiner Art, sich zu bewegen, zu geben, in den Choreografien ein bisschen was noch vor der Kamera zeigt, was ich so gar nicht vorhin kannte. Und wenn man vor allem nur seine Mimik und diesen Blick in die Augen nimmt und dann überlegt, dass man Sally Hawkins als seine Mutter besetzt, ich finde, die passen so gut zusammen als Mutter und Sohn innerhalb des Films, wo ich sagen muss, ganz klasse Casting. Aber auch nur Olivia Colman und Tom Davis, die Mrs. Scrubbit und Bleacher spielen, zwei Pensionsbesitzer bzw. Betreiber, die ihre ganz eigenen Spielchen spielen, dann ist das schon so ein erstes Anzeichen bei Wonka mit diesem völlig manchmal überdramatisierten und drüberlegten und opulenten Auftreten von einzelnen Figuren, wo ich am Anfang so dachte, wird's mir zu viel Theater? Je mehr ich das aber verbaut sehe in Wonka, umso wärmer bin ich mit diesem Film geworden, der eben so übertrieben süß wie eine Schokolade ist, aber eben auch genauso süchtig machen kann. Und so ist es mir dabei gegangen, weil eine Olivia Colman vor allem richtig viel Spielfreude mit bringt. Wenn ich dann mir dann noch überlege, dass ein Hugh Grant als Oompa Loompa, wo ich im Trailer auch schon so dachte, finde ich irgendwie cool, nicht wenige meinten, sei nichts für sie. Ich finde, der hat so eine ganz kühle Distanziertheit und ganz klare Art und Weise, seine Dinge durchzuziehen, dass ich genau daraus meinen Humor ziehe und das unterhaltsam fand, wie dieser kleine orangene Mann sich A, vielleicht ein bisschen selbst belügt und gleichzeitig um Ehre ringt, aber eigentlich auch offen wäre, wenn es um Zugehörigkeit geht. Und da hätte ich vielleicht noch Lust, über diesen Wonka mehr zu sehen. Ganz ehrlich, ich bin kein Fan von endlosen Franchises und Sequels und Prequels und was auch immer, aber hier im zweiten Teil, ich wäre sofort dabei, wenn Paul King den auch inszeniert. Und vor allem Hugh Grant hat mir hier gefallen als Oompa Loompa. Ich sag's, wie es ist. Wenn Rowan Atkinson dann auch noch, und ich meine, wenn man tatsächlich Liebe beispielsweise sieht, der hat so ein Siegel, habe ich gefühlt, auf Weihnachtsfilme. Wenn der auftritt, der Mann ist ein lebendes Kulturgut, der ist eine Legende und mit dem bisschen, was er hier abliefert, gibt er dem Film aber so ein bestimmtes Etwas. Schon im Screening merkst du, den zu sehen, da freut sich der halbe Kinosaal. Die ganz Kleinen wissen gar nicht, wer das ist und die Großen, für die ist das so viel Erinnerung hinter Richtung Mr. Bean und Co. Muss ich leider sagen, dass Kayla Lane als Nudel. Das ist so eine ganz eigentlich nicht unwichtige Figur in diesem Film, fast schon aufgrund dessen, dass alle so viel Spielfreude und sicherlich auch Erfahrung mitbringen, ein bisschen hinten unterfällt. Ihre Figur bekommt ziemlich viel Gewicht, aber sie wirkt relativ austauschbar von dem, dass sie dem nicht scharf genug Charakter zu verleihen. Das fand ich so ein bisschen schade. Damit will ich sagen, sie spielt es solide, aber nicht auf dem Level, wie die anderen es tun, mit diesem doch was überdrehten, märchenhaften, Fantasy-beladenen, magischen Spiel, was sie da versuchen teilweise schon einzubringen. Sieht man das beispielsweise auch, wenn man sich dieses Schokoladenkartell, es ist so ein völlig überdrehtes Trio, bei dem man sich gar nicht fragen darf, wie sind die eigentlich jemals in ihre Position gekommen, sondern besonders, wenn einer immer die Wahrheit ausspricht, was in der Wirtschaft, um ganz nach oben zu kommen, sicherlich nicht die beste Strategie ist, ist es trotzdem diese Kombination der drei als Antagonisten, über die man eigentlich nicht viel erfährt, aber die einfach durch ihr stumpfes Auftreten und ihr Machtgehabe und ihre fiesen Pläne und die Schokolade, die im Grunde auch für alles andere sonst stehen könnte, einfach so ein Gegengewicht abliefern, dass ich dachte, es ist einfach gehalten und auch immer wieder relativ klamaukig, aber im Kern ist eben ein Junge oder ein junger Mann mit einem großen Traum, der auf Menschen trifft, die was dagegen haben, aber auch auf Menschen trifft, die selber träumen von Freiheit und füreinander da zu sein. Und das sind so ganz einfache und zutiefst menschliche Motive, die man dann aufpumpt, finde ich, mit magischen Bildern. Wenn die Kameraarbeit beispielsweise auf der einen Seite zwar bunt, aber dann auch wieder entsättigt agiert, hat die fast schon in ihrer Ausstattung sowas Magisches wie so ein Kerzenschein flimmern in einer ganz dunkle Nacht, wo man die ganze Zeit hingucken könnte und sagen könnte, irgendwie ist es schön, sich das anzusehen. Und da fand ich die Bilder zwar immer wieder so in ihrem CGI-Look, mir manchmal ein bisschen zu überpoliert und ich merkte halt, okay, das fühlt sich nicht an wie wirklich immer wieder gebaute Sets, aber ich konnte damit leben, weil das für mich in sich dann stimmig funktionierte aus der Arbeit zusammen von Kamera, aber auch von einem Set-Design und Timothée Chalamet, der übrigens bei Paul King, wo soll er wohl auch über 20 Kilo zugenommen haben bei den Dreharbeiten, immer wieder Magenverstimmungen hatte, weil er so viel Schokolade und Süßigkeiten gegessen werden musste bei diesem Film, der übrigens $125 Millionen gekostet hat. Und ich immer wieder so dachte, ey, für dieses Geld
habe ich so oft schon schlechtere Blockbuster gesehen auf der großen Leinwand, dass ich mir denke, ey, wenn ihr sechsstellige Budgets künftig in die Hand nimmt, dann nimmt doch der wenigstens sowas wie Wonka als Mindestmaß, weil das sieht doch wirklich schön aus. Da bekommt man doch was für sein Kinoticket. An dieser Stelle wollte ich gerade sagen, hatten die bei der Ausstattung wo eine fantastische Chocolatier am Set mit dabei, die immer wieder die Schokoladen so gut gemacht hat, obwohl es die, weil es ja Props sind, nicht gebraucht hätte und Schauspieler dafür da sind, etwas so wirken zu lassen, wie es nicht ist und sie deswegen hätten auch einfach langweilig schmecken können, anscheinend so gute Arbeit geleistet hat, dass sie sehr viel überfressen haben und immer wieder Magenprobleme gehabt haben. Sicherlich muss man aber auch die Musik herausheben, wenn man über Wonka spricht, relativ oft opulent, was dann aber wieder zu den Szenerien passt, wenn wir ganze Plätze erleben, wo Menschenmengen zusammenkommen, wo man auch die Vielfalt, was das Kostüm angeht, ansehen kann, von sehr ärmlich bekleidet bis relativ wohlhabend. In den verschiedensten Farben waren das immer wieder so Bilder, wo ich dachte, oh, da gibt es einiges zu entdecken. Und dann diese großen Klänge, finde ich, noch so genommen werden, dass ich nie das Gefühl hatte, zu sehr manipuliert zu werden, als dass es in einem Rahmen von einem weihnachtlichen Film für mich stattfinden kann, als auch die Gesangseinlagen. Davon gab es 7, 8, 9 vielleicht während des ganzen Films. Vieles davon eingängig. Umpa, Lumpa oder Schrupp, Schrupp sind so Sachen, die, wenn ihr den Film gesehen habt, euch sicherlich im Kopf bleiben werden. Aber ich vor allem dabei das Gefühl hatte, obwohl ich die deutsche Version sehe und ich will ihn gerne noch meine englischen Version schauen, ist vieles davon eingängig. Nun mag ich Musicals, aber ich glaube, auch wer Musicals nicht mag, kann einiges davon oder einigem davon einiges abgewinnen und vor allem auch die Kids dann so richtig mitgehen im Kinosaal. Und wenn dann beispielsweise ein Jim Carter, den viele sicherlich aus Downton Abbey kennen, auch noch dabei ist und dann mitmacht in diesen Choreografien, dann gibt ihm das Ganze fast noch so eine Art großväterlichen Segen über dem Film oder auch ein Keegan-Michael Key als Polizeischiff sich selbst mit seiner Liebe zur Schokolade so selber auch ein bisschen aufs Korn nimmt in seiner Rolle, muss ich sagen, da kommt einiges zusammen, was ich wirklich an Wonka schön fand, was ich mir erhofft habe, wo ich jetzt natürlich nicht nach der ganz großen Logikkeule schaue oder sage, oh, wir sind hier die großen Twists, sondern ein Film für Groß und Klein und wo wirklich beide was zu lachen haben, aber auch ein bisschen manchmal vielleicht Sorge haben können, aber dieses Gefühl von Familie auch transportiert, von Zusammenhalt und Zugehörigkeit, sodass man, glaube ich, aus so einem Film rauskommen kann und sagen kann, ach das war doch mal ganz schön. Sicherlich zu lang, sicherlich relativ vorhersehbar, aber der Cast hatte echt gute Laune dabei, die Ausstattung sieht gut aus, ich mag den Look für das Budget, den der Film zur Verfügung hatte, daraus mal was zu machen, was mir wirklich auch so vorkam wie ein großer Film, für eine große Leinwand, für eine besondere Zeit im Jahr. Für mich ist das so was Märchenhaftes und auch was Magisches, was ich dadurch transportierte und ich musste immer wieder schmunzeln und ein, zwei Mal auch laut mitlachen und das macht mir Lust auf mehr. Also Wonka 2, ich wäre dabei und da habe ich durch meiner Review zu Wonka ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos, dem ich gerne 8 von 10 möglichen Punkten als Abenteuer, Musical, Fantasy-Film gebe. Genauso, naja, ich bin bei 7 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Da ist schon noch Luft nach oben und Paul King hat bei Paddington gezeigt, dass er da noch mehr rausholen kann. Und wenn ich jetzt im direkten Vergleich zu seinem Paddington-Film versuchen wollte, eine Parallele zu ziehen, dann ist das schon nochmal eine Lücke spürbar. Aber Wonka, ich glaube, es gab nicht wenige nach den Trailern, die so dachten, mal gucken, ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Und ich wurde nicht enttäuscht und das heißt schon einiges. Und da bin ich am Ende dieser Review zu Wonka. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.